La 30ª edizione del Bolzano Film Festival, svoltasi nel mese di aprile, ha incluso per la prima volta nella storia di questa manifestazione una giuria formata da studenti provenienti dai 3 territori dell'Euregio. Un totale di 9 ragazze e ragazzi delle scuole superiori che hanno esaminato 5 lungometraggi e documentari scelti perché particolarmente adatti ai giovani con un'età compresa tra i 17 e i 18 anni. La giuria era composta da 3 aspiranti critici cinematografici per ciascun territorio, Alto Adige, Trentino e Tirolo, che insieme hanno visionato e valutato i film. Als ich von dem Projekt gehört habe, war ich sofort begeistert, weil es sehr interessant geklungen hat und ich habe mich beworben, bin gleich dran gekommen und muss sagen, es war eine sehr schöne Erfahrung. Es war mal etwas anderes, sich so intensiv mit Filmen zu beschäftigen und nicht nur im Kino irgendwelche Hollywood-Filme zu schauen und sich auch mal über die Thematiken hinter den Filmen zu informieren. Ich habe da vor allem teilgenommen, weil ich einfach einen Einblick in Filmgeschäft sozusagen habe gekriegt und ist mir gut vermittelt worden. Und das war vor allem interessant mit jungen und sehr gebildeten anderen Leuten aus anderen Teilen von der Europaregion ja, zusammen zu sein und sich auszutauschen. Per prepararsi al loro compito, le studentesse e gli studenti hanno partecipato ad un workshop sotto la guida di 2 tutor, Arnold Schnötzinger, critico cinematografico dell'emittente Ö1, e Werther Ceccon, docente di scuola media a Bolzano. Entrambi hanno aiutato i ragazzi a familiarizzare con il lavoro del critico, fornendo loro gli strumenti per valutare un film. Es ging darum, vor allem den Schülern zu zeigen, dass Film etwas Gemachtes ist. Und dass Zeichen gesetzt werden in Filmen, die Bedeutung haben. Und diese Grundbotschaft haben die Schüler sofort verstanden und auch durch ein theoretisches Fundament im Grunde genommen aufgenommen und eigentlich sofort unmittelbar umgesetzt in ganz engagierte Diskussionen, wo wir auch selbst überrascht waren, wie sehr sie bei der Sache waren. Devo dire che anche il comportamento loro è stato assolutamente encomiabile, sono sempre stati molto puntuali e si sono dati molto da fare in tutte quante le occasioni. Bei diesem Workshop jetzt habe ich eigentlich sehr viel Neues dazugelernt, wie man Filme schaut und auch versteht. Also ich glaube, ich werde jetzt auch in nächster Zeit, wenn ich ins Kino gehe, die Filme ganz anders schauen und auch kritisch hinterfragen, was man da bei der Euregio-Schüler-Jury gelernt haben. I giovani si sono messi all'opera con grande impegno visionando i 5 film selezionati tra quelli in concorso, lasciandosi coinvolgere dall'atmosfera stimolante e vivace del Festival Cinematografico Internazionale. Und dann ist es losgegangen mit den Filmen schauen. Es war wirklich eine tolle Erfahrung, auch meine Kollegen in der Jury, wirklich alle sehr nett, alle freundlich, wir haben uns alle gut verstanden. Al successo dell'iniziativa ha contribuito anche la variegata composizione transfrontaliera e multilingue della giuria, che ha manifestato un forte spirito di coesione. Wir waren uns meistens einig bei den Filmen. Es hat natürlich Diskussionen gegeben, aber trotzdem sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Nella valutazione finale congiunta presso il Museion, una struttura partner del Bolzano Film Festival 2016, la giuria studenti Euregio ha dimostrato grande discernimento mettendo a frutto le competenze appena acquisite nel giudicare lungometraggi e documentari impegnativi con notevole soddisfazione dei tutor. Da parte loro le studentesse e gli studenti hanno espresso vivo entusiasmo per quanto hanno potuto apprendere e sperimentare. Questo progetto è stato molto utile, poiché io ero già appassionato al cinema, però non mi sono mai interessato realmente e quindi adesso con i 2 professori abbiamo imparato molte cose, conosciuto molte persone e anche nuove culture. Trovo questa esperienza molto formativa, molto interessante, devo dire che è fantastica perché si conosce gente, si conosce il territorio ed è una cosa proprio da fare, anche perché questa è un'esperienza che ha formato ognuno di noi a creare una relazione tra un territorio, ad unirci tramite queste esperienze. Anche per l'affermato regista tirolese Ernst Gosner, autore del film La montagna silenziosa, commissionato dall'Euregio, l'inclusione di una giuria di studenti rappresenta un esempio da seguire. Io penso che grundsätzlich, dass man mit Film an junge Leute herantritt und denen versucht, einfach einen eigenen Zugang
nochmal zu ermöglichen, das ist einfach immer zu begrüßen. Und das ist, letztendlich sind es auch solche Dinge, die einen jungen Menschen so beeinflussen können, dass sie womöglich selber auch noch einen Film machen wollen. Und auf jeden Fall auch halt grundsätzlich auf die Kunst, einen Film anzuschauen, ist ja auch eine eigene Kunst. Und das ist das möglichst früh zu vermitteln, finde ich super. La giuria di studenti ha coronato la sua esperienza con la cerimonia di premiazione nell'ultima serata del Bolzano Film Festival. David Fröcher, David Lamprecht, Jasmin Angler per l'Alto Adige, Davide Polacco, Carlo Brugnara e Jasmin Wong per il Trentino, Beatrice Farngruber, Yannick Entremont e Teresa Egger per il Tirolo hanno potuto annunciare con orgoglio il film da loro scelto come vincitore di Schwalbe, La rondine di Mano Khalil.